Wurzeltal, Köln. Was kann ich für Sie tun? Burgmann-Name, hallo. Mein Sohn, ich habe den jetzt in einem Hühnerstall gefunden. Der ist verletzt und der blutet. Okay, wo befinden Sie sich? Auf dem Lackstädter Hof. Lackstädter Hof, ist das kurz hinter Stotzheim? Ja, genau, das ist kurz dahinter. Okay, alles klar. Ein Rettungsteam ist unterwegs. Halten Sie Rettungswege frei, wir kommen sofort. Die völlig aufgelöste Mutter erwartet das Rettungsteam bereits. Sie kann sich nicht erklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Mein Sohn, der ist verletzt. Warten Sie, ich brauche meine Leute. Nur die kleine Sekunde. Ja? Was hat er denn? Erzählen Sie mal. Ich bin vom Einkauf nach Hause gekommen. Ja. Und dann, nicht so schnell, wir brauchen die Leute. Dann habe ich Geräusche aus dem Hühnerstall gehört. Aus dem Hühnerstall, ja. Okay. Dann bin ich da rüber und da liegt er verletzt und blutig. Spricht er mit Ihnen? Kaum. Ist das Blut? Und dann gedacht, ich Hab muss mich alles? Schnell... Wo Medomat ist mit dabei? Danke. Ampularium. Wie heißt Ihr Sohn? Stefan. Okay. Stefan Borg. Okay. Stefan. Oh, das sieht ja auch nicht so gut aus. Hallo. Hi. Ich bin die Notärztin. Mein Name ist Fischer. Alles gut? Was ist passiert? Kannst du mir das sagen? Weißt du nicht? Okay. Okay. Er sagt, dass er gebissen worden ist. So. Hast du Schmerzen? Okay. Sieht's aus? Von wem bist du gebissen worden? Weißt du nicht? Und mal Tiefluft. Wir haben dann festgestellt, dass es sich um Bisswunden handelte. Diese waren verhältnismäßig groß im Oberschenkel, zum Glück nur etwas leicht am Bauch. Und jetzt stellte sich natürlich die Frage, wer da gebissen hat. Was brauchst du? Ist das auch okay? Gib mir einen Zugang und eine Schere. Ja. Bleibst du schon Monitor dann, fertig. Ja? Wo sind die Mutter? Nicht erschrecken. Ich guck mal in deine Äuglein, okay, ja? Alles klar. Was ist denn passiert? Ich kam nach Hause vom Einkaufen. Ja. Und hatte heute früher Schule aus. Okay. Und wollte mir im Stall helfen. Und dann habe ich halt so diese Geräusche gehört. Also so komische. Rosa? Und dann bin ich ja hergekommen und habe ihn so vorgefunden. Und er redet nicht richtig. Und ja, die Wunden, wo kommen die alle her? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Nein, also irgendwie... Also manchmal kam der Fuchs hierher und Fuchs. Aber Menschen hat er noch nie angefallen. Also Fuchs hat sich manchmal... Aber die Wunden sind auch sehr ungewöhnlich für einen Fuchs, oder? Ja, also sowas hat er auch noch nie gemacht. Der hat sich Hühner geholt, aber noch nicht Menschen. Man muss ganz klar sagen, die Wunden, die wir hier haben, sehen schon nach Bisswunden aus. Aber ein Fuchs ist gar nicht so groß. Man denkt immer, die sind riesig, aber in Wirklichkeit sind die nur so groß wie eine etwas größere Katze. Ja, so gib jetzt mal einen kleinen Pieks. Ich brauche noch mal... Das passt nicht. Da rauskriegen wir. Gib mal die Infusion. Wie alt ist er? 17. Hat er Vorerkrankungen? Nein. Tupfer? Was ist das denn? Hast du es gehört? Ha? Sag mal, ist einer von euch jetzt gerade witzig oder was? Was ist das? Sag mal, hä? Es gibt hier keine Hupe. Oh, Scheiße, mach die Tür zu! Das ist Wolf! Ist okay, das ist okay. Pass auf. Scheiße. Leitstelle Köln für den 1NF1 kommen. Wer ist das? Kennen Sie den? Das Nein. ist Wolf. Es gibt hier keine Hunde. Also wir haben schon seit Jahren keinen. Wir haben Pferde und Hühner. Leitstelle Köln für den 1NF1 kommen. Ich krieg keinen. Hier ist Versuch hier irgendwas, ja? Das brennt, das ist unangenehm. Tut mir leid. Wir müssen das richtig spülen. Los. Ja, Arnold. Hier. Wo befinden wir uns gerade? Kannst du das verbinden? Lackstädter Hof. Wir befinden uns gerade an der Einsatzstelle Lackstädter Hof. Wir brauchen dringend eure Hilfe. Wir haben hier jetzt einen Wolf vor unserer Tür. Wir kommen hier nicht raus, sind eingesperrt und der Patient muss hier raus. Alle Arnold, hat das jemand mit aufgenommen? Kann jemand zum Lackstädter Hof? Also, wenn das wirklich ein Wolf ist und wenn der ihn gebissen hat und ein Wolf ist normalerweise sehr scheu, das ist ja kein normales Verhalten, dann ist er unter Umständen infiziert. Wir haben zwar seit 2007 keine Tollwutfälle mehr in Deutschland gehabt, aber der verhält sich ja nicht normal. Der verhält sich ja gar nicht normal. Ein Problem bei der Behandlung von diesem Patienten war, dass nicht klar ist, ob dieser Wolf nicht vielleicht sogar mit Tollwut infiziert ist. Diese Tollwuterkrankung würde auf den Menschen zum Beispiel durch Speichel oder in diesem Fall auch durch Bisse übertragen werden. Das heißt, er muss dann schnellstmöglich behandelt werden. Uns läuft die Zeit dann schon etwas davon, sodass wir nicht stundenlang in einem Hühnerstall eingesperrt sein können. Weil dann können wir nämlich die Infektion unter Umständen nicht mehr aufhalten. Der Junge schwebt in Lebensgefahr.
Doch solange der Wolf vor der Tür lauert, kann das Rettungsteam nicht raus. Ein Funkspruch der Leitstelle versetzt die Mutter noch zusätzlich in Panik. Hallo 1428, seid ihr nicht in Nähe von Stotzheim? Kommt jetzt, kommt jetzt. Stotzheim, wir sind gleich in Stotzheim. Stotzheim? Ja. Stotzheim. Mein Sohn, der geht in Stotzheim zur Schule, der kommt jetzt gleich nach Hause. Der läuft immer hier über die Felder. Ja, natürlich. Ja, ich weiß, der schmerzt ein bisschen. Stotzheim, habt ihr das mitbekommen? Während wir noch den ersten verunfallten Sohn behandelten, fiel der Mutter plötzlich auf, dass ihr zweites Kind auf dem Weg nach Hause ist und praktisch hier an diesem Hühnerstall vorbeikommen würde. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe, weil damit hätte das Kind ja auch die Gefahr gehabt, von diesem Wolf angefallen zu werden. Hier ist der 1428. Arnold, wir haben gerade einen verstümmelten Funkspruch aufgefangen vom Florian. Wir stehen hier in Stötzheim. Sind wir irgendwie vonnöten? Können wir irgendwie helfen? Ja, hier Florian, Köln 1, NRF 1. Arnold, hört ihr mich? Wir haben hier noch den Sohn, den kleinen Sohn aus Stotzheim. Den müsst ihr aufhalten. Der ist auf dem Weg hier hin zu Fuß, wegen dem Wolf. Hört ihr mich? Zu Fuß und Wolf? Wir sind in Stotzheim. Sag in Stotzheim. Ja, der 1428 ist in Stotzheim. Wir sind hier auf dem Land. Wir fahren die Landstraße lang und gucken nach einem Kind. Habt ihr da eine Beschreibung oder einen Namen? Er heißt Jonas Burg, er ist 8 Jahre alt, er trägt Jeans, einen blauen Anorak und einen Ranzen mit Piraten und orangefarbenen Seitentaschen. Jonas Burg, 8 Jahre alt. Jonas Burg, Alter 8 Jahre, trägt einen blauen Pulli. Blauen Anorak. Ranzen. Mit Piraten und rechts und links so orangefarbene Seitentaschen. Mit Piratenaufdruck und rechts und links orangenen Farben. Kommen, Arnold. Ja, der 1428 hat mitgehört. Den Jonas versuchen wir hier aufzunehmen. Wir halten die Augen offen. Okay, alles klar. Alles klar. Franco, sei so freundlich. Ja. Guck du mal, solltest du wirklich ein Kind sehen, dann schrei den an, dass der wegbleibt. Okay, ja, alles klar. Auf gar keinen Fall. Ja, komm, wir haben mal irgendwas. Hey, verpiss dich! Wir haben das hier bei Arnold noch mitgehört. Es ist um einen Wolf geht. Wir haben einen Förster in der Nähe. Wir schicken einen Förster mit einem Gewehr vorbei. Der Wolf verhält sich äußerst aggressiv. Darum macht sich die Polizei sofort auf die Suche nach dem 8-jährigen Sohn. Hau ab! Was haben wir zum Werfen? Hier, die Tür sind auf. Mach die mal zu. Ja. Kann man einen Huhn rauswerfen? Ja. Tu die Hand rein. Bist du bekloppt? Die Tür muss aber zu. Ja. Pass auf! Mann! Ich glaub das doch wohl nicht. Arnold, 14, 18, 20, wo seid ihr? Zur Not schmeißt du das nach dem. Hau ab! Du sollst nicht noch mehr kaputt machen, bitte, ja? Toll. Ich sagte zu. Oh, Vorsicht! Okay, habt ihr den Jungen, 14, 28. Aber der verhält sich doch nicht normal. Klopf mal hier gegen, Beeil dich, da kommt er. Vorsicht. Immer heute noch ein? Immer noch nicht. Das gibt's nicht. Den fangen wir auf jeden Fall ab. Ja, ist egal, ne? Alle, die in die Richtung kommen, das geht. Das ist. Aber es ist auch ein Kind, ne? Es sieht so aus. Ich kann das von hier aus jetzt erstmal nicht erkennen. Das ist ein Kind, das ist ein Junge. Das ist ein Kind. Warte, ich halte den erstmal an. Ich hol den rein. Hallo, junger Mann, bleib mal stehen, bitte. Bleib mal kurz stehen. So, der Jonas? Komm mal mit zu mir. Perfekt. Komm mal mit, ich erzähl dir gleich alles. Da kannst du einmal bei uns im Streifenwagen mitfahren. Komm, ich nehme deinen Schulranzen. Das ist ein bisschen schwierig. Setz dich mal da hin in die Ecke. Bist du der Jonas? Jo. Gott sei Dank. Jonas ist in Sicherheit, aber sein verletzter Bruder muss umgehend in die Klinik. Doch die Rettungskräfte sind machtlos. Sie kommen nicht zum Rettungswagen. Hier ist der 1428. Wir konnten gerade den Jonas abfangen. Der ist bei uns im Streifenwagen sicher. Ja. Ja, ist hier angekommen. NRF 1 sagt der Mutter Bescheid. Danke. Okay. Wieder. Ja. Anna, 1428, seid ihr jetzt auf dem Weg hierhin? Ja. Der Wolf ist immer noch hier. Guck mal, wie der uns trotzdem noch beobachtet, ne? Ich will uns den jetzt hier weghalten. Der Junge muss raus hier. Ja, sagt, wir halten den Jungen hier safe und der Förster ist unterwegs. Ja, wir haben den Kleinen hier an Bord, der Förster ist unterwegs. Wir können jetzt erstmal nicht zu euch kommen. Wir müssen auf das Kind hier aufpassen. Sind die Hühner jetzt schon tot oder was? Okay, Förster kommt, Debbie. Wir können jetzt gleich loslegen. Ja. Ne? Wie ist es mit dem Transport? Wie machen wir das? Auf jeden Fall Trage. Trage brauchen wir. Okay, pass auf. Obwohl, bei dem Stück, wenn wir müssen mal gucken, was heißt. Ah, hallo. Das erste Stück mit. Hier ist irgendwo der Wolf, der liegt schon die ganze Zeit rum. Ja, ist klar, ich schau mal nach. Ja? Sind Sie ruhig? Ja, ja. Machen Sie, Hauptsache wir kommen hier raus. Am besten so schnell wie möglich. Weil wir haben hier. Ja, danke.
Oh, ich habe mich noch nie so auf den Förster gefreut, ey. Ey, so groß wie der ist, ne? Jetzt packt ihr dein Schlawittchen und weg ist er. Ich glaub, der nimmt den so. Was? Da ist er! Da ist er! Da! Oh. Der braucht jetzt ein bisschen, der fällt gleich um. Bleiben Sie noch drin. Super. Ich schau mal da, ich halte Sie auf dem Laufenden. Dankeschön. Die Polizei versucht währenddessen, die Anwohner zu warnen. Guten Tag. Hallo. Bleiben Sie mal eine Sekunde stehen, bitte. Sie können da vorne nicht hinlaufen. Da vorne wurde ein Wolf gesichtet. Und solange das noch nicht safe ist, würde ich Sie bitten, dass Sie da noch mal ein bisschen runtergehen, ja? Okay. Bitte meiden Sie den Bereich. Den Jungen konnten wir jetzt glücklicherweise in Sicherheit bringen. Ilke hat sich natürlich auch wieder liebevoll um ihn gekümmert. Aber dann fiel uns auf, dass wieder ein weiterer Mann auf dem Weg zu uns war. Das heißt, er kam uns entgegen. Und das ist natürlich auch nicht richtig, dass wir ihn dann fröhlich weiterlaufen lassen. Und dann eventuell wird er auch noch vom Wolf zerfleischt. Deswegen haben wir ihn auch noch mal angehalten und gebeten, noch mal in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Einfach nur, um ihn auch in Sicherheit zu bringen. Okay, also können wir gleich. Er ist umgefallen schon? Okay, wir können los. Debbie? Alles klar, mach dir die Trage. Ja. Ein Tragetuch mit und dann kommt er zurück und dann tragen wir ihn raus. Alles klar. Nimm schon mal mit. Wenn Ihren Kollegen der Polizei gelang es, den zuständigen Herrn, der für die Jagd hier zuständig ist, zu erreichen, sodass dieser kommen konnte und mit einem Betäubungsgewehr den Wolf betäubt hat. Nachdem das Tier ausgeschaltet ist, können die Einsatzkräfte sich wieder frei bewegen. Schanz, mein Name. Fuchs, die Förster. Polizei Köln. Ja. Habe ich mir gedacht, ich habe gerade gesehen, wie sie ein Gewehr weggepackt haben. Genau, wir hatten ja einen Wolfalarm. Also bis zum Gehöft ist ein Wolf tatsächlich hier eingedrungen. Wahnsinn. Hatte einen Jungen angefallen, der wohl zum Hof gehört. Ich habe den Wolf jetzt erstmal ruhig gestellt. Okay. Und werde ihn erstmal in meine Obhut nehmen. Gucken, ob der Tollwut hat. Und das dann ist der andere kleine auswählen. Junge der Familie. Also da vorne ist jetzt alles safe. Wir können ja, jetzt also ja. den Jungen zurückführen. War nur ein Wolf, nehme ich an, und der ist jetzt ruhig. Was machen Sie jetzt? Ich nehme den Wolf jetzt mit. Okay. Und werde erstmal den untersuchen lassen beim Veterinär, ob der gegebenenfalls Tollwut hat, weil das ist ungewöhnlich, dass Wölfe so nah an menschliche Siedlungen kommen. Eben. Und ansonsten wird er. Das heißt, wir sehen uns gleich nochmal. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal, falls Sie noch Fragen haben. Schönen Dank erstmal. Hast du das mitbekommen? Nee, ist okay jetzt. Also es war tatsächlich Wolfsalarm. Ne? Da vorne ist jetzt alles safe. Wir können dich zurückbringen. Ja? Okay. Ja. Alles gut? Dann gucken wir uns mal an. Vielleicht kannst du noch einen Blick auf den Wolf werfen. Was hältst du davon? Weil da passiert nichts, der ist jetzt betäubt. Jetzt kann das Rettungsteam endlich den verletzten Jungen in die Notaufnahme bringen. Er muss dringend gegen Tollwut geimpft werden. 1428? Ja. Ah, okay. Hi. Grüß euch. Da sind wir aber froh. Ja. Immer gut, dass wir. Super, dass ihr in der Nähe gewesen seid. Okay, Kontakt. Bin drauf, ja? Also der Junge ist safe. Okay. Der Junge ist, ja, ist hinter dir. Du bist jetzt so sehen. Perfekt, ja, das ist der Kleine, ja? Ja, vielen Dank. Super, jetzt haben Sie vielen den Jungen Dank. Wieder, ne? Ja, okay. Ich komme gleich mit dem Kleinen nach, ja? Alles ich fahre hinterher, kein Problem. Ich lasse ihn jetzt nicht mal allein. Wir fahren jetzt Klinik am Südring an, ne? Die Notärztin. Vielen Dank. Und dann werden wir mal gucken, was auch, ob wir da, ich melde uns mal gerade an, ne? Ja, mach das mal. Leitstelle Köln für den also, ich Ihnen alles gut, kommen. Gar kein Problem. Na, und du? Auch ein Schreck, von der Polizei abgeholt werden, wa? Die Behandlung eines Tollwut-Infizierten ist abhängig vom Stadium. In diesem Fall haben wir Stadium 1, das heißt, er würde eine Impfung bekommen. Einmal tatsächlich mit Antikörpern, eine im Grunde genommen aktive Impfung. Und die passive Impfung, damit er eigene Antikörper entwickeln kann, käme noch dazu. So hat man die Möglichkeit, dass der Tollwut-Virus sich nicht weiter im Körper ausbreitet. Das macht er nämlich von der Bissstelle aus zum Gehirn. Der Junge wurde gegen Tollwut behandelt und konnte nach kurzer Zeit entlassen werden. Der kranke Wolf wurde vom Veterinäramt noch am selben Tag eingeschläfert.